Wir gehen heute zusammen wandern. Nee, Spaß, bleib sitzen. Ich wollte heute einfach das Video mal draußen machen, weil einfach so super cooles Wetter ist. Wir sind ja gerade aus Kalifornien zurückgekommen, das war auch echt super. Wenn du da mehr sehen willst, guck mal auf meinen Instagram oder meinen zweiten YouTube-Channel. Ich verlinke dir beides mal unten. Aber jetzt ist auch cool, wieder hier zu sein, ein bisschen die Herbstlandschaft zu genießen. Die schönen goldenen Blätter, die jetzt überall an den Bäumen hängen. Und da habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal ein cooles Video draußen. Und deswegen geht es heute um Mikrofone. So, warum jetzt überhaupt dieses Thema? Ganz einfach, mir ist das Thema relativ wichtig, da wenn man sich mit dem Thema Tonqualität auseinandersetzt, bekommt man schnell das Gefühl, dass man einfach nur wirklich, wirklich teure Optionen hat. Vor allem, wenn man sich dann noch auf YouTube zum Beispiel umguckt, da werden einfach sehr, sehr teure Kameras und Mikrofone verwendet. Das Ganze transportiert sich so komplett durch alle sozialen Medien irgendwie, dass man einfach nur mit sehr, sehr teurem Equipment wirklich gute Sachen produzieren kann. Und ich denke einfach, dass es nicht der Fall ist. Und ich will dir heute einfach mal zeigen, wie man wirklich günstig oder sogar kostenlos guten Ton hinbekommen kann. Genau das gucken wir uns jetzt mal an. Bevor wir jetzt aber anfangen, muss ich euch nur kurz mal meine Zuschauer zeigen. Die gucken nämlich schon die ganze Zeit hier rüber. Ich laufe noch mal ganz kurz. Hier sind schon die ganzen Zuschauer versammelt. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Wieso ist Ton jetzt überhaupt so wichtig? Bei Video handelt es sich halt um ein audiovisuelles Medium. Das bedeutet, wir haben einerseits Bilder und andererseits Ton. Und die sind in dem Fall halt gleichwertig. So, wir fangen mal mit Möglichkeit Nummer 1 an. Mir ist klar, dass du deswegen wahrscheinlich nicht das Video angeklickt hast. Und es ist vielleicht sicherlich auch ein bisschen langweilig. Aber es geht um das interne Mikrofon deiner Kamera. Ich denke einfach, dass man das interne Mikrofon nicht unterschätzen sollte. Gerade wenn man einfach nur Naturaufnahmen macht, irgendwie Vogelgezwitscher, einen Bach hört man plätschern, man ist im Wald, nimmt so ein bisschen die Geräusche auf. Gerade da ist das interne Mikrofon sicherlich auch keine schlechte Wahl, vor allem weil es eben auch in Stereo aufnimmt. Was hat das interne Mikrofon jetzt für Vor- und Nachteile? Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Man hat einerseits das Mikrofon immer dabei. Man kann es also nicht vergessen. Es ist immer an, man muss nichts einrichten und es kostet dich einfach gar nichts. Der Nachteil ist ganz klar die mäßige Tonqualität, die man dadurch hat. Aber wie gesagt, ich würde es einfach nicht unterschätzen und für gewisse Zwecke reicht es auch durchaus aus. So, die zweite Möglichkeit, für die man jetzt aber schon ein bisschen Geld ausgeben muss, ist ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon oder Ansteckmikrofon. Das kannst du dir einfach hier am Kragen befestigen. Das Coole ist, dass durch die Charakteristik von dem Mikrofon es einfach besonders gut für Sprache ist und es dämpft auch sehr viel von Hintergrundgeräuschen raus. Hier kann man auch schon mit sehr günstigen Mikrofonen ab 10 Euro eine deutliche Qualitätssteigerung erreichen und deswegen würde ich so ein Mikrofon auch empfehlen. Wenn du wissen willst, welches ich jetzt zum Beispiel hier gerade im Einsatz habe, ich verlinke dir das mal unten. Ist wirklich super günstig und super cool. Vor- und Nachteile von den Lavalier-Mikrofonen. Der Vorteil ist, es ist wirklich klein, du kannst es überall mit hinnehmen. Du kannst es auch direkt in die Kamera einstecken, brauchst keine Mikrofone. Es ist sehr klein und unauffällig. Es ist sehr gut für Stimmen und gibt die sehr gut wieder. Und einer der größten Vorteile ist, dass man einfach immer eine gleiche Lautstärke erzielt, egal wie man sich bewegt. Also ich kann den Kopf drehen, hin oder her. Ich kann mich im Bild hin und her bewegen. Die Lautstärke wird eigentlich immer ziemlich gleich bleiben, weil mein Mund und das Mikrofon einfach immer die gleiche Entfernung haben. Die Nachteile von diesen Mikrofonen ist einfach, wenn man sehr günstige kauft, dann sind die qualitativ, also von der Verarbeitung her, oftmals einfach ziemlich mäßig und man hängt natürlich immer an der Kamera dran. Das bedeutet einfach durch das Kabel, das jetzt von mir hier unter dem Pullover durchgeht zur Kamera, bin ich immer mit der Kamera verbunden und einfach weniger flexibel. Ja, wofür würde ich das jetzt empfehlen?
Also man kann es am besten einsetzen für Interviews oder sogenannte Talking Head Videos. Also wenn ich jetzt gerade in die Kamera zu dir spreche. Es ist durchaus auch geeignet für Vlog-Situationen, wenn du das direkt an dir dran hast und die Kamera mit dir mitführst. Für Podcasts und zum Nachvertonen ist es sicherlich auch ganz gut geeignet. So, und Option 3, die letzte Option jetzt hier, das wären die sogenannten Aufsteck-Richtmikrofone. Die kann man eben direkt oben auf seiner Kamera befestigen und die sind einfach eine sehr, sehr populäre Option, was das Thema Soundverbesserung angeht. Die Richtmikrofone haben eben eine ganz bestimmte Charakteristik, wie es der Name schon sagt. Also die nehmen gerichteten Sound auf, das heißt, die nehmen Sound nach vorne auf, ein Stückchen weit nach hinten, sodass man auch von hinter der Kamera noch reinsprechen kann. Aber zu den Seiten hin wird einfach viel von dem Sound weggedämpft. Diese Mikrofone sind natürlich sehr beliebt, weil man wirklich sehr flexibel damit ist. Und ich habe hier eine sehr, sehr coole und günstige Option auch gefunden, die ich dir auch wieder unten verlinke. Der Vorteil von genau dem Mikrofon besteht eben darin, dass man es einfach nur einstecken muss. Es braucht keine extra Batterien. Es ist sehr kompakt, es ist sehr hochwertig verarbeitet. Also das komplette Mikrofon ist aus Aluminium gefertigt. Es ist schon ein sehr, sehr guter Windschutz dabei, den man auf das Mikrofon stecken kann und dann eben Windgeräusche abdämpfen kann. Kommen wir zu den Nachteilen. Also ehrlich gesagt, mir fallen nicht wirklich Nachteile dazu ein. Für den einen oder anderen ist es vielleicht so, dass die 50 Euro, die das Mikrofon normalerweise kostet, dann doch ein bisschen viel sind. Aber ansonsten wirklich ein Top-Mikrofon und ich würde es auch jedem empfehlen, der seine Tonqualität ein bisschen verbessern möchte. Und gerade für Leute, die einfach flexibel sein wollen, ist es wirklich ein super Mikrofon, mit dem man auch für kleines Geld eben seine Tonqualität verbessern kann. Also wie du schon siehst, guter Ton muss nicht immer wirklich teuer sein. Man kann auch mit deutlich geringeren Mitteln eine super Tonqualität erreichen. Und wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann hoffe ich, du lässt mir einen Daumen nach oben da, abonnierst meinen Kanal, wenn du mehr solcher Videos in Zukunft sehen willst. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, dir ein neues Mikrofon zu holen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Channel nicht vergisst und vielleicht einen von meinen Affiliate-Links benutzt. Wenn du dir darüber was kaufst, dann wird es für dich auf keinen Fall teurer. Es hilft nur mir ein bisschen weiter, sodass ich einfach die ganzen Videos ein bisschen finanzieren kann. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal.